Unsere Reporter sind in Deutschlands Wintersportgebieten unterwegs. Als erstes schauen wir nach Winterberg ins Sauerland. Dort ist mein Kollege Sebastian Prengel und bei ihm ist Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann. Ja, Sebastian, wie sieht die Situation dort heute aus? Hat sich die Lage denn etwas entspannt? Naja, Winterberg ist komplett abgeriegelt. Die Polizei hat heute Morgen sämtliche Zufahrtsstraßen in den Ort hinein abgeriegelt. Es gibt außerdem ein Betretungsverbot für alle Skipisten. Das ist auch durchgesetzt worden. Die Polizei war mit einer Hundertschaft vor Ort. Die haben die Leute aufgefordert, nach Hause zu gehen. Das sind natürlich harte Maßnahmen für einen Ort, der vom Tourismus lebt. Und bei mir ist jetzt Michael Beckmann, der Bürgermeister von Winterberg. Herr Beckmann, können Sie uns einmal erklären, warum mussten Sie zu so drastischen Schritten greifen? Ja, wir haben die ganze Woche schon verschiedenste Maßnahmen umgesetzt. Und jetzt war gestern eben der Schritt notwendig geworden, Winterberg auch tatsächlich abzuriegeln, weil wir der Situation nicht mehr Herr geworden sind. Das heißt, es sind einfach zu viele Leute am freien Wochenende nach Winterberg reingekommen. Richtig, es deutet ja in der Woche schon an. Und dieser Besucherstrom riss nicht mehr ab. Und gestern irgendwann war es dann soweit, dass man die Lage nicht mehr beherrscht hat. Und wir haben gestern schon die ersten Straßen gesperrt und heute wurde das sehr konsequent durchgesetzt. Wir haben ein Betretungsverbot auf den Pisten ausgesprochen, auch das wurde durchgesetzt, damit wir überhaupt wieder zumindest in der Kernstadt unserer Stadt wieder für Ruhe sorgen. Wie reagieren denn die Leute auf diese Maßnahmen? Haben die Verständnis? Ja, einige haben Verständnis, viele leider nicht und das kann ich überhaupt nicht mehr verstehen. Wir sind in einer Pandemie, wir sind in einem Lockdown. Der Ministerpräsident, Armin Laschet, hat dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Aber das hat alles nichts gefruchtet. Also ist die Zeit der Appelle jetzt vorbei. Was löst das in Ihnen aus, wenn die Leute darauf mit Unverständnis reagieren? Tiefe Enttäuschung. Ich kann Ihnen sagen, ich bin von den Menschen, die hier zu uns gesprint sind, tief enttäuscht. Die sind zu uns gekommen, haben ihren Müll auch in Teilen hinterlassen, weil wir sind im Notbetrieb, wie viele andere Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen auch. Und deswegen bin ich tief enttäuscht. Ja, wir haben es gehört, harte Maßnahmen in Winterberg und damit gehen wir zurück nach Berlin. Ja, vielen herzlichen Dank nach Winterberg. Straßensperrungen und Verkehrschaos, die gab es auch im Harz. Und dort wollen wir jetzt hinschauen. Mein Kollege Dennis Lochte ist dort vor Ort im Westharz. Dennis, wie sieht es denn dort heute aus? Ja, die Tourismusbehörde hat hier im Harz einen Appell an die Menschen gerichtet und gesagt, bitte denkt wirklich drüber nach, müsst ihr momentan den Harz besuchen. Man muss sagen, dieser Appell ist verpufft. Die Leute sind zu Tausenden heute wieder in den Harz gekommen. Schon seit dem frühen Morgen hat es hier Verkehrsbehinderungen gegeben. Die Parkplätze beispielsweise in Torfhaus waren schon gegen 10 Uhr zu 100% ausgelastet, was dazu geführt hat, dass der Verkehr sich durch den gesamten Oberharz gestaut hat, über viele, viele Kilometer. Die Wettersituation hat noch dafür gesorgt, dass die Autos im Schnee stecken geblieben sind. Mein Kollege und ich sind selber zweimal stecken geblieben, mussten von Helfern wieder befreit werden. Es ist sehr, sehr kalt. Viele Leute sind jetzt im Abreiseverkehr und werden mit Sicherheit noch ein, zwei Stunden hier auch im Verkehr festhängen, da die Witterungsbedingungen immer schlechter werden. Die Räumfahrzeuge sind hinter mir im Dauereinsatz, aber sie kriegen die Straßen hier gar nicht frei. Dennis, vielen herzlichen Dank in den Harz. Und wir schauen jetzt an den großen Feldberg im Taunus. Dort steht mein Kollege Kolja Gärtner. Ja, auch hier wurde weiträumig abgesperrt. Mit dem Auto ist kein Durchkommen mehr. Ja, lassen sich davon denn die Schneebegeisterten irgendwie abhalten? Ja, hallo. Es ist heute deutlich weniger als in den letzten Tagen hier los. Es ist auf dem Parkplatz hinter mir, auf dem sonst Hunderte von Autos stehen, sind es jetzt gerade mal 20. Auf der Schlittenwiese, die sonst überrannt wird von den Frankfurtern und den Menschen aus den anderen Städten im Rhein-Main-Gebiet, tummeln sich vielleicht 2 Dutzend Leute, 3 Dutzend Leute, viele davon aus dem Ort. Es haben aber trotzdem immer noch ein paar es geschafft, hier durchzukommen, obwohl im Umkreis von 10 Kilometern Straßensperren der Polizei sind. Die sind dann häufig durch über Forst- und Waldwege gefahren, was brandgefährlich ist, denn es herrscht hier Schneebruchgefahr. Das heißt, es stürzen Bäume um. Kann man sich vorstellen, was los ist, wenn man so einen abkriegt. Damit zurück nach Berlin. Ja, vielen herzlichen Dank an unsere Reporter draußen in den Skigebieten. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.